Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die oft so benannte CO2-Steuer, die aber gar keine Steuer ist. Das, was wir ab dem 1. Januar 2021 in Deutschland haben werden und ganz oft als CO2-Steuer angekündigt wird in meistens nicht gerade der Fachpresse, ist keine Steuer. Das muss man erstmal so sagen. Es handelt sich vielmehr darum, dass wir ab dem 1. Januar 2021 auch einen nationalen Brennstoffemissionshandel haben. Und wer jetzt schon mal auf unserem YouTube-Kanal im Januar 2020 oder seitdem das Video zum EU-ETS sich angeschaut hat, der wird sofort wissen, ach, das ist also einfach die deutsche Variante des bereits bestehenden europäischen Emissionshandelssystems. Aber jetzt kommt's, nicht mehr nur für Strom, denn das haben wir bereits auf EU-Ebene, sondern jetzt eben auch für den Wärmesektor und für den Verkehrssektor. Was ist also der Hintergrund? Wir haben schon seit Jahren in Europa das EU-ETS, EU Emission Trading System, das Emissionshandelssystem. Da geht es darum, dass wenn man eine Tonne CO2 emittiert, als Industrieunternehmen, als Kraftwerksbetreiber oder was auch immer, dann muss man diese Tonne CO2 mit einem Zertifikat sich praktisch freikaufen. Man darf diese Tonne nur emittieren, nur ausstoßen an die Umwelt, wenn man auch ein Zertifikat für diese Tonne hat. Das heißt, wenn ein Unternehmen solche Zertifikate hat, aber gar nicht mehr so viel ausstößt, weil es gerade irgendwie sauberer geworden ist, effizientere, nachhaltigere Prozesse jetzt hat, dann hat es Zertifikate über. Ein anderes Unternehmen ist dreckiger als gedacht, braucht also Zertifikate und dann kann man das Ganze handeln. Die grundsätzliche Verteilung und auch der Handel wird organisiert über eine Stelle des Umweltbundesamtes, nämlich das Emissionshandelssystem. Da kommen wir dann nochmal drauf, also die deutsche Emissionshandelsstelle. Und genau dort wurden eben zwischen denjenigen Unternehmen, die bisher im Strombereich diese Emissionszertifikate hin und her tauschen müssten, dieser Handel organisiert. Und auch die grundsätzliche Vergabe für jedes Jahr wurde darüber organisiert. Jetzt ist es aber nur Strom. Jetzt wissen wir aber auch schon aus anderen Videos, dass wir in der Stromversorgung nur einen Teil des Energieverbrauchs sehen. Ganz viel mehr Energie wird natürlich innerhalb des Wärmebereichs verbraucht und auch noch innerhalb des Mobilitätssektors im Verkehr. Ganz klar durch Benzin und Diesel im Verkehr vor allem und durch zum Beispiel Heizöl im Wärmebereich, natürlich auch Gas im Wärmebereich. Also haben wir mit diesen fossilen Brennstoffen, die in diesen Bereichen dort zu nutzen sind, eigentlich immer noch ein riesiges Problem, das vielleicht auch größte Problem innerhalb der Energieversorgung, was nicht mit einem Emissionspreis versehen ist, weil wir eben diesen EU-weiten Emissionshandel nur für Strom bisher organisiert haben. Jetzt haben wir durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz BEHG zum 1. Januar eingeführt den nationalen Emissionshandel. Und genau dieser wird sich jetzt eben nicht auf Strom beziehen, sondern auf diesen Wärmesektor mit zum Beispiel Heizöl und den Verkehrssektor, Benzin, Diesel und so weiter. Jetzt ist es keine Steuer, das heißt, ihr werdet das nicht irgendwie als Teil einer Rechnung jetzt besonders sehen. Wahrscheinlich werden viele darauf hinweisen, dass sie wegen dieser Bepreisung jetzt ihre Preise erhöhen müssen, aber es ist keine Steuer im steuerrechtlichen Sinne, sondern derjenige, der jetzt diese Energiemenge, diesen Energieträger in Verkehr bringt, das heißt die Tankstelle im Verkehrssektor oder das Unternehmen, was euch mit Erdgas beliefert oder also mit Heizgas beliefert oder mit Heizöl beliefert. Dieses muss euch jetzt dementsprechend einen höheren Preis in Rechnung stellen, weil die eine höhere Belastung haben, denn die müssen als Inverkehrbringer jede Tonne CO2-Ausstoß, der durch diese fossilen Energieträger passieren wird, vorher berechnen und dafür sich ein Zertifikat in der deutschen Emissionshandelsstelle besorgen. Die werden auch hier wieder zum Teil verteilt an die Unternehmen, die das sowieso verbrauchen. Und dann gibt es auch das sogenannte Grandfathering, dass man jedes Jahr wieder einen bestimmten Anteil bekommt. Aber das wird jedes Jahr weniger und den Rest muss man sich eben dann von anderen kaufen, die es nicht gebraucht haben. Quintessenz ist, es gibt dadurch eine Obergrenze an CO2-Ausstoß.
Man darf nur mit so einem Zertifikat ausstoßen. Wer keins hat, darf nicht ausstoßen oder wird dann drakonische Strafen bezahlen müssen. Und dementsprechend ist das genau der Weg, wie wir die CO2-Emissionen deutschlandweit jetzt nochmal insbesondere in diesen anderen Sektoren der Wärme- und Verkehrsbereiche verringern wollen. Der Hintergrund ist also hier ein ähnliches System, wie wir es bereits im Strombereich kennen, auf diese anderen Sektoren auszubreiten. Und der Effekt davon ist, dass die Kosten für Heizöl, für Benzin und Diesel zum Januar 2021 steigen werden. Es wird sich wahrscheinlich um so etwas wie etwa, sagen wir mal, 8 Cent im nächsten Jahr erstmal handeln, die da als Kosten draufkommen. Jetzt werden die Kosten für diese CO2-Zertifikate aber immer weiter steigen über die nächsten Jahre. Es ist schon mal festgelegt, wie die bis 2025 steigen werden. Und da kann man sagen, dass wir bis 2025 eine Preissteigerung auf den Liter Benzin runtergebrochen von etwa sogar 20 Cent haben werden. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben für die Inverkehrsbringer unmittelbare Preisbelastung, weil die diese CO2-Zertifikate kaufen müssen. Und dementsprechend legen die das um auf den Liter Heizöl, Liter Benzin, Liter Diesel, den ihr als Endkunden auch kaufen würdet. Dementsprechend heißt es aber auch, dass ein Stadtwerk zum Beispiel, die Fragen habe ich regelmäßig bekommen, dass ein Stadtwerk jetzt nicht eine CO2-Steuer irgendwo ausweisen muss auf einer Rechnung für Erdgas. Die gibt es nicht, sondern dass dort vielleicht darauf hingewiesen werden muss, wegen dem nationalen Brennstoffemissionshandel auf Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, müssen wir unsere Preise einfach erhöhen, weil wir haben jetzt zusätzliche Kosten für CO2-Emissionen. Das ist der Hintergrund. Das ist die sogenannte CO2-Steuer, nur dass es eben keine Steuer ist. Habt ihr Fragen zu dieser Thematik, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.